Und weiter geht's mit dem Format Alle Deleted Scenes aus. Diesmal befassen wir uns mit dem ominösen Jurassic Park 3. Und ja, auf diesem Kanal habe ich Jurassic Park 3, glaube ich, schon so extrem auseinandergenommen, im positiven Sinne. Ich mag den Film ja total. Ich meine mehr in der Hinsicht, dass wir uns wirklich um alle möglichen Szenen bereits gekümmert haben, aber ihr habt zu mir gesagt, Tobi, doch, wenn du jetzt schon angefangen hast mit den Deleted Scenes aus Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2, mach auch nochmal Jurassic Park 3 mit dazu. Das werde ich jetzt hiermit machen und dazu sei von vornherein gesagt, es werden hier Szenen auftauchen, die wir noch nicht besprochen haben und andere Szenen, die wir schon besprochen haben, die ich hier aber weglassen muss. Der Hintergrund ist ganz einfach der, dass Jurassic Park 3 ja wirklich auch vom Drehbuch her so unfassbar komplex gewesen ist. Also es gab ja nicht nur ein oder zwei Drehbücher, es gab glaube ich 4 oder 5 verschiedene Drehbücher plus noch ein Storyboard davor plus noch eine grobe Idee, was hätte passieren können. Wenn ich das hier alles mit reinbringe, dann wird es vielleicht ein bisschen unübersichtlich und außerdem habe ich euch hier oben mal meine Playlist zu Jurassic Park 3 verlinkt. Da haben wir alle Videos schon mal besprochen, auch länger besprochen und haben so gut wie jedes Thema angerissen oder eben auch diskutiert, was in Jurassic Park 3 hätte passieren sollen, auch in ganz frühen Phasen der Planung des Films. In diesen Deleted Scenes, in diesem Video will ich mit euch darüber quatschen, was wäre denn im Film passiert, wenn wir uns an das Drehbuch gehalten hätten, was schließlich auch dann wirklich verfilmt wurde. Das heißt, ja, es gab ein fertiges Drehbuch, was dann quasi vorgelegt wurde und dann wurde damals gesagt, daran halten wir uns jetzt und auch hier wurden bestimmte Sachen entfernt. Und wieder mal, genauso auch wie im Part davor, muss ich sagen, hier gab es wirklich sehr interessante Szenen, die wir so leider nie sehen werden. Und ich würde einfach sagen, wir fangen jetzt mal an. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Kleine Frage vorweg, mögt ihr den Spinosaurus? Ich meine, das ist irgendwie eine Frage, die ist essentiell für dieses Video hier, weil der Spinosaurus ist ja quasi der große Dino-Part in Jurassic Park 3. Die Macher haben sich dazu entschieden, den Tyrannosaurus zu ersetzen gegen eben den Spinosaurus, was eben auch damit zu tun hat, dass Steven Spielberg und Michael Crichton ja von Jurassic Park 3 abgesprungen sind und man deswegen gesagt hat, ja okay, dann versuchen wir auch wenigstens das Maskottchen des Steven Spielberg Jurassic Park zu ersetzen gegen einen neuen Dinosaurier. Ursprünglich sollten wir hier gar nicht auf den Spinosaurus treffen, denn im ursprünglichen Drehbuch war noch die Rede von einem Baryonyx gewesen. Ein Baryonyx ist ein entfernter Verwandter eines Spinosaurus. Der wirklich einzige Grund, warum man damals gesagt hat, nee, wir machen jetzt doch Jurassic Park 3 mit einem Spinosaurus, ist der, dass der Spinosaurus ein Segel auf dem Rücken hat und deswegen eben noch größer und massiver wirkt. Außerdem hat man sich auch noch dazu entschieden, den Tyrannosaurus Rex gegen einen noch größeren Dinosaurier zu ersetzen und das größte bekannte Dinosaurier-Skelett eines an Land lebenden Fleischfressers, das war der Stand der damaligen Zeit, bevor Jurassic Park 3 eben gedreht wurde, war eben das eines Spinosaurus gewesen. Warum ich das so sage, ist ja, der Spinosaurus hat ja wohl eher auch im Wasser gejagt und alles drum und dran. Egal, in Jurassic Park 3 ist er eben ein gnadenloser Fleischfresser, der auch an Land jagt. Und der Grund, warum wir eben keinen Baryonyx bekommen haben, sondern eben einen Spinosaurus, ist eben einfach der, dass der Spinosaurus wesentlich pompöser aufgetreten ist. Meine Meinung dazu ist, ja, ich verstehe es irgendwo. Ich finde, der Spinosaurus, er ist auch irgendwie, er hat ein bisschen mehr Wiedererkennungswert als so ein Baryonyx, einfach aufgrund des Segels. Von daher sage ich auch, ja, kann ich nachvollziehen, warum man eben die beiden Saurier ausgetauscht hat. Zu Beginn des Films Jurassic Park 3 sollten wir ursprünglich Ägypten sehen. Also es sollte eigentlich eine Einblendung kommen mit Ägypten und dann hätten wir gesehen, wie eine Gruppe von Paläontologen ein Spinosaurus-Skelett ausgegraben hätten und dann wäre eine große Spinosaurus-Kralle in die Kamera gehalten worden. Die ganze Szene hätte eine schöne Referenz sein sollen an die Szene aus Jurassic Park 1 quasi, auch wo Alan Grant einen Velociraptor ausgräbt und dann später so eine Raptorenkralle in der Hand hat. Nur dass in diesem Fall eben das Tier, das ausgegraben wird, wesentlich größer gewesen wäre und auch eben die Kralle, die ausgegraben worden wäre, wäre wesentlich größer gewesen. Und nein, der Spinosaurus hat keine Velociraptorenkralle, die von oben zuhackt. Und hierbei ging es dann wohl einfach um eine Fußzehenkralle oder vielleicht auch um eine Kralle an der Hand. Hier ist auf jeden Fall nur einer Kralle die Rede. Im Endeffekt ist das, glaube ich, auch vollkommen egal. Auf jeden Fall hätte diese Szene ursprünglich in Ägypten beginnen sollen mit der Ausgrabung eines Spinosaurus-Skeletts, mit dem Fund und dem Herausheben einer Spinosaurus-Kralle. Die Szene zum Beispiel haben wir in einem anderen Video ja schon mal besprochen gehabt. Da haben viele von euch gesagt, das hätte ich sehr gerne gesehen. Ich bin bei meiner Meinung geblieben und muss sagen,
ich hätte es nicht gebraucht irgendwie. Ich weiß es nicht. Das wäre halt wirklich ein 1:1 Kopieren einer Szene aus Jurassic Park, nur eben mit einem größeren Dinosaurier, obwohl wir das Ganze ja in Jurassic Park 3 sogar noch billiger bekommen haben, weil wir haben stattdessen einfach Billy bekommen, der wieder ein Velociraptor-Skelett ausgräbt. Hätte ich einfach beides nicht gebraucht. Irgendwie, weiß ich nicht. Ja, schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung dazu in die Kommentare. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Eine Szene, die wahrscheinlich ziemlich geil gewesen wäre, die wir nicht gesehen haben, wird sich jetzt beißen mit einem offiziellen Statement zu der Szene, wie sie wirklich passiert ist. Hierbei geht es um den Absturz von Ben Hildebrand und Eric Kirby auf der Isla Sorna. Die beiden stürzen ja zu Beginn des Films ab mit ihrem komischen Gleitschirm und landen eben auf der Insel. Und später sehen wir dann eben, dass Eric gar nicht mehr da ist. Also Eric ist nicht mehr an der Absturzstelle, logischerweise, weil das Ganze ja schon ein paar Wochen her ist. Ben Hildebrand allerdings ist als Skelett wieder aufzufinden und Amanda schreit darauf wieder rum, weil sie eigentlich den ganzen Film lang nur am Schreien ist. Entweder Namen oder halt einfach so am Schreien ist. In einem offiziellen Statement zu dem, was mit Ben Hildebrand passiert ist, haben wir ja bereits schon mal in einem Video besprochen, dass der Grund, warum der Mann wirklich tot gewesen ist, einfach die Verletzungen waren, die er durch diesen Absturz davongetragen hat. Das heißt, er ist eben durch diesen Absturz in die Bäume reingeknallt. Er hat sich dann dadurch Brüche und Schnitt- und Stichwunden zugezogen, eben durch die Bäume, durch die Äste, und ist eben daran gestorben. Das ist zumindest der offizielle Grund im Film, den wir gesehen haben. Ursprünglich sollten wir aber eigentlich noch sehen, wie Ben Hildebrand von Velociraptoren auseinandergerissen wird, während er am Baum hängt. Hört sich ein bisschen krass an und wurde vielleicht auch genau deswegen rausgeschnitten, ja, aber eigentlich sollten wir sehen, wie Ben Hildebrand an einem Baum festhängt und die Velociraptoren von unten ankommen und ihn quasi lebendig auffressen und eben abnagen. Ich weiß, was ihr jetzt sagt. Normalerweise werden ja die Menschen in Jurassic Park und Jurassic World immer lebendig gefressen, aber auf so eine Art und Weise ist dann doch schon ein bisschen fies gewesen. Eric Kirby hätte das Ganze übrigens filmen sollen und beim Film hätte er wegrennen sollen. So, er hätte quasi das gemacht, was auch jeder Influencer heutzutage auch machen würde. Und auch das wäre eine Szene, ich glaube, das wäre einfach ein bisschen seltsam gewesen. Ich meine, klar, es wäre zu krass gewesen zu sehen, wie dieser Mann lebendig abgenagt wird, während er an Baum hängt und dann die Raptoren von unten anfangen, ihn aufzufressen. Plus dann eben noch, dass der Gedanke gewesen wäre, was für ein dämlicher Arsch ist denn Eric, dass er einfach wegrennt. Auf der einen Seite, ja, jeder wäre vielleicht weggerannt aus reiner Panikreaktion, aber vorher noch eine Kamera anzuschalten und draufzuhalten, dass... hätte man nicht wirklich gebraucht. Der einzige Grund, warum ich sage, ja, das hätte man vielleicht irgendwie drin lassen sollen, wäre, dass dann das große Fragezeichen über dem Kopf nicht aufgeploppt wäre. Und man sich hätte fragen müssen, wie ist Ben jetzt eigentlich wirklich gestorben? Im fertigen Film sehen wir ja auch später, wie Eric dann seinen Camcorder aufklappt. Nein, falsch. Wie Mr. und Mrs. Kirby den Camcorder von Eric aufklappen, den er ja irgendwie da liegen lassen hat. Und dann sehen sie den Absturz einfach nur. Da hätte man dann wahrscheinlich sehen sollen, wie Ben Hildebrand aufgefressen worden wäre. Das hätte man vielleicht ein bisschen andeuten können, damit man sich eben nicht gedacht hätte, okay, was ist denn da jetzt wirklich mit dem Mann passiert? Wie gesagt, laut offiziellen Angaben ist Ben gestorben eben durch die Verletzung, durch diesen Absturz, aber im Skript war eigentlich beschrieben gewesen, dass er hätte durch Velociraptoren gefressen werden soll. Außerdem hätte es sehr viele Szenen und ja, wirklich hier ist beschrieben, dass es sehr viele Szenen, also sehr viele Szenen hätte geben sollen, in denen Paul und Amanda Kirby sich über das Sorgerecht von Eric streiten. Ja, gut, müssen wir darüber diskutieren, dass das gut ist, dass wir das im Film nicht gesehen haben, weil wäre es nur mir so egal gewesen, aber das Ganze hätte man vielleicht mal nebenbei so kurz anreißen können, aber hier steht wirklich drin, sehr viele Szenen wurden rausgeschnitten. Ja, ich hätte es nicht gebraucht, das wäre so ein Drama wieder gewesen. Nee, das kann schon rausbleiben. Ellie und Alan hätten zu Beginn von Jurassic Park 3, in der Szene, die wir eben aus dem fertigen Film kennen, wo dann Alan den Mann, meine ich, von Ellie kennenlernt, also eben Mark. Und die unterhalten sich ja alle zusammen ein bisschen, dann sagt Mark, er lässt die beiden mal alleine und Alan fängt dann irgendwann an, über Raptoren zu reden. In dieser Szene hätten die beiden, also Ellie und Alan, eigentlich noch wesentlich länger über Velociraptoren reden sollen. Noch dazu hätte die Verabschiedung im Auto ein bisschen mehr Dialog bekommen. Was genau gesagt worden wäre, ist hier zwar nicht beschrieben, aber ich schätze mal, man hätte irgendwie darauf eingehen können, dass Alan vielleicht gesagt hätte, er wäre auf der Isla Sorna jetzt irgendwie die Tage, obwohl das auch keinen Sinn machen würde, weil er das Angebot ja erst viel später bekommen hat. Es sei denn, die Szene wäre vielleicht davor gekommen, keine Ahnung, auf jeden Fall hätte diese Szene ein bisschen länger gehen sollen. Noch dazu hätten wir einen kleinen Gag durch den Papageien bei Ellie bekommen sollen, der dann quasi, wo Alan zu ihm sagt, ist mein Name Alan? Ist mein Name Alan? Und der Papagei reagiert gar nicht. Laut Originalskript hätte der Papagei eigentlich sagen sollen, Bullshit.
Ja, wäre nicht lustig gewesen. Es gibt eine Szene, bei der jeder von euch oder nahezu jeder von euch sagen würde, die habe ich aber im Film gesehen und die war gar nicht im Film gewesen. Das ist der sogenannte Mandela-Effekt, glaube ich, so dieses kollektive Falscherinnern an Sachen, die überhaupt nicht passiert sind. In dieser Szene sehen wir einfach das Flugzeug, das später Alan und die gesamte Gruppe mit den Kirbys und Cooper und Co. auf die Isla Sorna bringt, wie sie in den Sonnenuntergang reinfliegt. Die Szene war aber gar nicht im Film, die war nur im Trailer drin gewesen, die hat man aber später aus dem Film rausgeschnitten. Im ursprünglichen Drehbuch hätte Udesky vom Spinosaurus getötet werden sollen, also ganz am Anfang, wo eben das Flugzeug abstürzt, und Nash hätte später von den Velociraptoren gefressen werden sollen. In dem Film, den wir kennen, war das Ganze ja eben umgedreht gewesen und der Grund dafür ist ganz einfach, dass die Dreharbeiten zu Jurassic Park 3 so chaotisch gewesen sind und dadurch so lange gedauert haben, dass der Schauspieler von Nash eben dann später keine Zeit mehr für diesen Film hatte und deswegen musste man ihn eben rechtzeitig rausschreiben. Aus diesem Grund hat eben einfach Udesky Nashs Rolle übernommen und dann kam das Ganze eben so, wie wir es auch später im Film kennen. Der Kampf Tyrannosaurus gegen Spinosaurus hätte wesentlich länger dauern sollen und jetzt wieder, der redet jetzt hier von wesentlich länger dauern sollen, das ist immer so eine subjektive Sache. Für mich ist das wirklich wesentlich länger. Ich komme gleich auf die Laufzeit, die wir eigentlich hätten von dem Kampf sehen sollen. Lass uns aber erstmal ganz kurz darüber sprechen, was eigentlich hätte passieren sollen im Kampf Spinosaurus gegen Tyrannosaurus. Die Szene wäre genauso abgelaufen wie auch im Film. Wir hätten eben gesehen, wie die Gruppe wegrennt und dann taucht der T-Rex auf. Und dann rennt der T-Rex der Gruppe hinterher und dann taucht der Spinosaurus wieder auf und dann kämpfen die beiden Saurier gegeneinander. Im fertigen Film, den wir im Kino gesehen haben oder jetzt auch zu Hause bestaunen können, sehen wir einen Kampf zweier Dinosaurier, der rein aus CGI besteht. Im ursprünglichen Skript, beziehungsweise in der ursprünglichen Szene, die sogar fertig gedreht wurde, sehen wir eigentlich auch noch die animatronischen Figuren vom Spinosaurus und vom T-Rex, wie sich beide Figuren anbrüllen und sogar angreifen. Der Grund, warum die Szene rausgeschnitten wurde, ist ganz einfach. Es sind eben animatronische Figuren und der Moment, in dem der Spinosaurus dem T-Rex mit der Pranke so eine Schelle gibt, sieht schon sehr dämlich aus. An sich mag ich ja sowas sehr und ich würde für mich persönlich auch sagen, ich hätte diesen Kampf gerne gesehen, auch mit diesen animatronischen Puppen, wie die eben dann durch den ganzen Dschungel schreien und alles. Aber wir hatten diese Szene auch schon mal besprochen und ich habe jetzt hier auch mal ein paar Clips eingeblendet. Es sieht schon sehr unflüssig und unorganisch aus, wenn wir eben erst die beiden CGI-Saurier kämpfen sehen und dann schneidet man immer wieder rüber zu diesen animatronischen Puppen und die sind dann eben so ein bisschen hölzern unterwegs. Aus diesem Grund wurde eben die Szene rausgeschnitten und das kann ich auch nachvollziehen. Der Kampf der beiden Dinos, den wir jetzt bestaunen können, der geht um die 1 Minute und 9 Sekunden lang. Der Kampf hätte aber eigentlich ursprünglich 2 Minuten und 18 Sekunden lang dauern sollen. Das ist schon für mich eine ganze Menge mehr, was so einen Kampf angeht. Wie gesagt, ich kann verstehen, warum das alles rausgeschnitten wurde. Wenn es eben nicht gut aussieht und nicht gut rüberkommt, dann lasst es halt irgendwie sein und von daher alles cool. Im fertigen Jurassic Park 3 Film, den wir kennen, sagt Paul Kirby irgendwann zu Dr. Alan Grant, Dr. Grant, Sie sollten sich das hier mal ansehen. Und da hätte es einfach eine alternative Szene zugeben sollen. Ich meine, im fertigen Film sehen wir gerade Alan Grant und Paul Kirby schreit das Ganze aus dem Hintergrund heraus. Und im ursprünglichen Drehbuch hätte man eben Paul Kirby sehen sollen, wie er das Ganze schreit. Und eben zwar nicht aus dem Hintergrund, sondern er hätte quasi vor der Kamera gestanden. Die Szene, in der Udesky stirbt, hätte wesentlich aufregender sein sollen. Und da finde ich ein bisschen schade, dass wir die Szene niemals sehen werden. Im fertigen Film, so wie wir ihn kennen, sehen wir, wie Udesky seinen Rucksack wegschmeißt. Und dann hören wir, wie die Velociraptoren irgendwie näher kommen. Und dann schwenkt die Kamera aber auch um zu den Kirbys, meine ich. Und dann hören wir Udesky nur schreien. Es gibt wieder einen Cut und wir sehen, wie Udesky am Boden lang krabbelt und dann eben ein Raptor auf ihn draufsteigt und ihm quasi die Kralle in den Rücken jagt. Dazwischen hätte es ursprünglich noch eine Szene geben sollen, in der ein roter Velociraptor auftaucht, von dem es wohl sogar schon eine animatronische Puppe gegeben hat, also ein komplett roter Velociraptor, quasi im Design von Jurassic Park 2, nur eben komplett in Rot getaucht. Udesky hätte diesen Raptoren eigentlich mit einem Stock versucht abzuwehren und quasi ja, sich zu verteidigen. Das Ganze hätte aber eben nicht funktioniert, der Raptor hätte Udesky zu Boden gerissen und dann wäre eben die Szene gekommen, die wir dann später im Film gesehen hätten. Ich glaube einfach, dass die Macher des Films keine Idee mehr hatten für diesen roten Velociraptor hätten und haben das Ganze deswegen irgendwie rausgeschnitten. Ansonsten wäre das dennoch ein Lückenfüller, also ein guter Lückenfüller, um zu erklären, warum Udesky jetzt plötzlich am Boden liegt. Je länger ich drüber nachdenke, die Szene wäre doch vielleicht nur minimal hilfreich gewesen. Außerdem ist hier auch drin beschrieben, dass aufgrund des Tempos wurde die Szene rausgeschnitten. Und ja, das ist okay. Ebenfalls unfassbar interessant finde ich die Tatsache,
dass die Laborszene hätte ein essentieller Teil des Films werden sollen. Wir sehen ja später, wie die ganze Gruppe rund um Alan Grant, Billy, Paul Kirby, Amanda und Udesky ist da auch noch am Leben, meine ich, wie die dann an diese Forschungsstation kommen, wo auch dann die Labore drin sind, wo diese ganzen Embryos in diesen Kanistern drin rumhängen. Und diese Forschungsstation hätte ursprünglich wesentlich länger gezeigt werden sollen, beziehungsweise hätten die Figuren das Ganze wesentlich länger inspizieren sollen. Hierbei hätten wir sowohl die Embryos gesehen, die wir eben auch im fertigen Film sehen, von Velociraptoren, vom Tyrannosaurus, aber auch Embryos, die man gar nicht so wirklich identifizieren kann. Wurde hier schon auf Hybriden angespielt? Jetzt mal ganz ehrlich, wenn das der Fall ist, hätten wir diese Szene definitiv gebraucht, um einen schönen Bogen zu Jurassic World zu ziehen. Außerdem hätten wir hier den Mosasaurus zum allerersten Mal sehen sollen, wie er auch in so einem Glasgefäß herumdümpelt, und laut Konzeptzeichnungen wären hier sogar auch noch Forscher am Start gewesen. Das wäre für den Film echt extrem interessant gewesen, wenn wir plötzlich den Fakt hätten, dass nach all den Jahren immer noch Forscher am Start gewesen wären, die immer noch an den Dinosauriern rumexperimentiert hätten. Was für eine Rolle jetzt die beiden Laborspezialisten hier gespielt haben, da ist keine Rede davon. Aber die wären auf jeden Fall mit dabei gewesen und ich muss sagen, ich habe sehr viel Interesse dran, irgendwann mal herauszufinden, was für eine Rolle die beiden hier gespielt hätten. Stellt euch mal vor, das wären einfach Louis Dodgson und Henry Wu gewesen oder so. Das ist jetzt nur eine Spinnerei von mir, aber haut doch die Brücke zu Jurassic World. Ich weiß, damals gab es die Planung noch überhaupt nicht, aber ich glaube wirklich, Jurassic World hat sich ja sehr viele Sachen abgeguckt von rausgeschnittenen Szenen, von Konzepten, die früher angedacht waren. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass hier schon mal so der erste Funke Richtung Hybriden eigentlich hätte aufscheinen sollen. Haben wir leider im fertigen Film nie gesehen, das finde ich wirklich schade. Eine rausgeschnittene Szene, die wir unbedingt hätten sehen müssen. Ich weiß nicht, warum die hier steht, aber es sollte eine Szene geben, in der Paul Kirby einen Kleiderbügel gesehen hätte im Labor. Möglicherweise hätte man aber damit so ein bisschen auch den bösen Nachgeschmack dieser Katastrophe bei dem Zuschauer erwecken können, nach dem Motto, ja, da haben mal wirklich Menschen gelebt. Ich meine, die mussten ja auf der Insel leben. Die sind ja nicht jeden Tag mit dem Helikopter zur Arbeit geflogen. Die haben auf der Insel gewohnt. Es hätte möglicherweise doch so ein bisschen einen bitteren Nachgeschmack gehabt, aber kann man rauslassen. Und hier bin ich jetzt ein bisschen ratlos. Da könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen. Ich weiß nicht, wovon hier gesprochen wird. Hier ist jetzt die Rede von Billy und Alan hätten eine Waffe aus Jurassic Park 1 wiederfinden sollen. Ich weiß nicht, was für eine Waffe die jetzt damit meinen. Hier ist auch die Rede davon, dass die beiden in so ein Administrationszentrum gekommen sind. Geht's hierbei um den Lysin-Plan? War das nicht so die ultimative Waffe, in Anführungszeichen, aus Sicherheitsgründen? Ansonsten würde ich jetzt nicht wissen, worum es jetzt hier geht, zumal das ja auch auf einer anderen Insel noch spielt. Und wenn ihr da mehr wisst als ich, schreibt mir in die Kommentare rein, welche Waffe hätten denn Billy und Alan hier finden können. Eric Kirby hätte eigentlich wesentlich früher im Film auftauchen sollen, und zwar schon kurz bevor Alan und Co. in dieses Forschungslabor reinkommen, in das Four Seasons. Kurz danach hätte Eric eigentlich aus seinem Versteck herauskommen sollen und eben die frischen Spuren am Boden gesehen. Das war eben auch der Grund, warum er dann später wusste, wo Alan und Co. sind, weil er eben diesen Fußspuren gefolgt ist. Die Szene wurde aber rausgeschnitten, weil man sich gedacht hat, naja, okay, der Junge hat jetzt schon auf der Insel überlebt, was ja schon nah an der Grenze des Realismus ist. Jetzt hätte er auch noch gelernt, Spuren und Fährten zu lesen in der kurzen Zeit. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel gewesen. Und da gehe ich vollkommen mit. Das hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Haben wir schon über den Baby-Spinosaurus gesprochen? Und ja, ich weiß, in einem extra Video haben wir das schon gemacht. Ich will es hier nur noch mal ganz kurz anreißen für die Leute, die vielleicht neu hier auf dem Kanal sind oder das Video noch nicht gesehen haben. Wenn du das Video noch nicht gesehen haben solltest, habe ich dir mal unten in der Beschreibung den Link zu dem Video reingesetzt. Da rede ich ausführlich über diese Szene, die wirklich hätte im Film auftauchen sollen. Da habe ich dir sogar mal ein Interview mit verlinkt, in dem einer der Produzenten genau darauf eingeht, dass diese Szene hätte genau so auftauchen sollen mit extra Voice-Over von einem der Produzenten selbst. Es hätte einen Baby-Spinosaurus geben sollen, der von Cooper umgebracht worden wäre. Das heißt, wir sehen ja später, wie Cooper aus dem Dschungel rausrennt und der Arm ist so komisch verletzt. Man denkt sich, ja, was ist denn da jetzt passiert? Ich meine, der Riesenspinosaurus wird ihn ja wohl kaum irgendwie am Arm gekratzt haben. Er wird wahrscheinlich auch nicht an einem Baum hängen geblieben sein. Wie wurde er so komisch verletzt? Und die Antwort darauf ist ganz einfach. Es hätte ursprünglich ein Baby-Spinosaurus in diesem Wald, in diesem Dschungel sein sollen, auf das Cooper eben gestoßen wäre. Beziehungsweise wäre Cooper in das Nest des Baby-Spinosaurus gefallen. Der Baby-Spinosaurus hätte Cooper angegriffen und ihn eben am Arm verwundet. Daraufhin hätte Cooper
und die Schüsse hören wir sogar noch später im fertigen Film, den Baby-Spinosaurus abgeschossen, also eben umgebracht, erschossen. Und der erwachsene Spinosaurus, den wir aus dem Film kennen, hätte das Ganze mit angesehen, weil er gerade von der Jagd zurückgekommen wäre, hätte dann eben Cooper verfolgt. Das wäre übrigens auch der Grund, warum der Spinosaurus die gesamte Gruppe bis zum Schluss verfolgt, obwohl er ja eigentlich einen T-Rex erlegt und davon einfach hätte leben können für die nächsten 3-4 Tage. Aber nein, er jagt den kleinen Menschen hinterher und der Grund ist ganz einfach der, dass man so eine Art Racheakt, also die Aussage des Produzenten war gewesen, aufgrund dessen, dass der Baby-Spinosaurus getötet wird, ist der erwachsene Spinosaurus eben einfach, ich sag's mal nett, verärgert und jagt deswegen eben die Menschen. Unter meinem ausführlichen Video über diese Szene haben mir nahezu alle von euch geschrieben, das ist eine Szene, die wahrscheinlich die wichtigste von allen gewesen wäre, weil es auch dem Spinosaurus so ein bisschen mehr Charakter gibt. Ob jetzt ein Tier wirklich Rachegelüste empfinden kann, ey, sei mal alles dahingestellt, man muss vielleicht aber auch einfach bei Jurassic Park und bei Jurassic World aufhören, so zwanghaft Nähe zum Realismus zu suchen. Trotz allem hätte der Spinosaurus somit eine Motivation bekommen, warum er eben die Menschen jagt und wäre auch gar nicht mehr so das Monster, sondern vielleicht sogar ein bisschen auch in gewisser Weise das Opfer dessen gewesen. Ich meine, es kommen wieder mal Menschen auf die Insel, so eine kleine Gruppe von Menschen landen auf der Isla Sorna und das allererste, was passiert ist, die bringen dein Baby um. Und daher sage ich ja, das ist eine Szene, die hätten wir im Film gebraucht. Die Szene wurde übrigens nie gedreht, das ist falsch. Es gab auch keine animatronische Baby-Spinosaurus-Puppe, soweit waren die eben noch nicht, weil die Szene eben vorher aus Gründen rausgeschnitten wurde. Achso ja, der Grund ist übrigens Zeit. Wir hatten nicht die Zeit im Film, also der Film würde sonst zu lange gehen. Lustige Aussage, wenn man sich überlegt, dass Jurassic Park 3 der kürzeste Film der gesamten Reihe ist und dass die wichtigste Szene des Films gewesen wäre, aber... ja, das ist wie es ist. Wir haben ja eben gerade noch über recycelte Szenen gesprochen, die eben Jurassic World dann wieder geschnappt und quasi neu aufgearbeitet hat. Die Szene, in der Owen zusammen mit den Velociraptoren über die Isla Nublar fährt, hätte ursprünglich schon früher stattfinden sollen, allerdings mit Alan Grant auf der Isla Sorna. Ja, das ist eine Szene, die es sogar in dem Gameboy-Spiel Jurassic Park 3 gibt, in dem man mit Alan Grant auf einem Motorrad vor Velociraptoren flüchten muss. Und die Szene ist nicht ohne Grund in dem Gameboy-Spiel. Diese Spiele wurden nämlich damals noch entwickelt, damit sie quasi kurz vor Veröffentlichung des Films herauskommen könnten aus Marketinggründen. Das heißt, viele dieser Spiele haben sich einfach nach dem Drehbuch orientiert. Das sehen wir auch bei Jurassic Park 1 wieder. Im ersten Jurassic Park Spiel für Sega haben wir dieses ominöse Bootslevel, was wir auch live im Livestream auf Twitch gezockt haben. Und im Film taucht das überhaupt nicht auf. Alan Grant in einem Boot, im Original Drehbuch war das aber mit dabei. Bei Jurassic Park 3 ist es ähnlich. Das Drehbuch hatte vorgesehen, dass Alan Grant in einem Gewächshaus hätte ein Motorrad finden sollen und mit diesem Motorrad hätte er quasi vor den Velociraptoren flüchten sollen. Ja, wie gesagt, die Szene wurde eben später dann einfach von Jurassic World wieder geschnappt und wurde so ähnlich wiedergegeben, nur eben, dass die Velociraptoren Owen hier nicht jagen, sondern quasi mit ihm laufen. Übrigens gab es hier auch einen kleinen lustigen Fehler bei der der Spielzeugherstellung, denn die Hersteller der Actionfiguren haben damals nur den Hinweis bekommen, dass Alan Grant quasi mit einem Bike entkommt. Und mit Bike haben sie eigentlich Motorrad gemeint. Was dann aber später als Actionfigur rausgekommen ist, ist einfach Alan Grant mit einem Fahrrad und einem Velociraptor. Ist schon echt witzig, eigentlich. Ist schon echt witzig, aber ja. So kann es eben auch mal passieren. Billy sollte eigentlich sterben in der Szene, die wir gesehen haben. Das ist auch so eine Sache, die ich gar nicht verstehe. Ich meine, wir sehen ja, wie Billy von dem Tyrannodon runtergerissen wird, immer wieder ins Wasser gedrückt wird und da hätte er eigentlich bei umkommen sollen. Man hat sich aber dann dazu entschieden, dass Billy aus irgendeinem Grund am Ende wieder auftaucht, obwohl er eigentlich null zum Ende der Geschichte mit beiträgt. Er bringt Grant seinen Hut wieder, ja, das ist alles. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man eben mit dem riesen Flop von Jurassic Park 3 hier noch nicht unbedingt gerechnet hat. Deswegen gesagt hat, Billy wird in Jurassic Park 4 vielleicht nochmal auftauchen, lass den irgendwie nochmal am Leben. Ja, wie gesagt, aber nach der Geschichte, wie wir jetzt Jurassic Park 3 auf DVD und im Kino erfahren haben, hätte ich Billy auch eher sterben lassen, weil es macht keinen Sinn, dass er überlebt hat. Erinnern wir uns noch an die Szene, in der die gesamte Gruppe auf diesem Fluss entlang fährt, quasi kurz nachdem Billy gestorben ist oder man eben dachte, dass er stirbt. Und da tauchen doch dann irgendwann die Brachiosaurier auf und der eine guckt dann so ganz nah ans Boot ran. Hier hätten wir ursprünglich noch eine Szene bekommen sollen, in der eine Gruppe von Ankylosaurier das Flussbett überquert. Es war nichts Spektakuläres, mag man jetzt meinen. Allerdings hätten wir kurz darauf auch einen Kampf sehen sollen, in dem mehrere Ankylosaurier gegen ein Rudel Velociraptoren gekämpft hätte. Dieser Szene ist man auch ganz ehrlich, die wurde rausgeschnitten, weil man eben nicht genau wusste, wie man das zu dem damaligen Zeitpunkt mit den technischen Mitteln umsetzen sollte. Kann gut sein, dass wir deswegen auch in Jurassic World später den Kampf Ankylosaurus gegen Indominus Rex bekommen haben,
dass das auch da irgendwie nochmal mit eingefügt wurde. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Der Angriff des Spinosaurus zum Ende des Films hin, also wo es dann quasi auch nachts ist und es regnet und dann taucht der Spinosaurus im Wasser auf, hätte eigentlich anders ablaufen sollen. Der Spinosaurus hätte quasi aus dem Dschungel angerannt kommen sollen und quasi ins Wasser hereinspringen sollen. Als der Ceratosaurus ankommt und dann eben an der Gruppe riecht und die hat sich ja vorher in Spinosaurus-Kot gewälzt und dann riecht er an denen und läuft wieder weg. Und daraufhin hätte Paul Kirby einfach sagen sollen, er fühle sich jetzt dadurch beleidigt, weil der Dinosaurier findet, dass er stinkt. Was für eine bescheuerte Szene. Ich bin froh, dass die nicht mit drin gewesen ist. Also hätte ich gar nicht gebraucht. Alan und Eric hätten laut Original-Skript die beiden einzigen Personen sein sollen, die dabei gewesen wären, als eben die Velociraptoren-Eier an die Velociraptoren zurückgegeben werden. Also hier ist wirklich beschrieben, dass Alan und Eric die beiden hätten die Eier an die Raptoren zurückgegeben. Und meine Frage ist jetzt hier, was wäre dann mit Paul und mit Amanda Kirby passiert? Ich meine, der Angriff des Spinosaurus war ja kurz davor. Hätten die beiden im ursprünglichen Skript vielleicht auch sterben sollen? Keine Ahnung, auf jeden Fall hätten wir jetzt hier in der Szene mit den Velociraptoren eben nur Alan und Eric gesehen. Wir hätten einen Kampf zwischen Velociraptoren und Pteranodon sehen sollen und mir fällt auf, wenn ich diese ganzen gelöschten Szenen aber schon seit Jurassic Park 1 durch The Lost World bis hin zu Jurassic Park 3 jetzt lese, dass die Drehbuchautoren scheinbar immer den Drang dazu haben, die Velociraptoren sich mit irgendeinem Dinosaurier anlegen zu lassen. Jetzt wären es eben die Velociraptoren mit dem Pteranodon gewesen und ich muss sagen, hätte ich echt gerne gesehen, weil das wäre, glaube ich, echt mal ein Event gewesen. Außerdem hätte kurz vor der Szene klargestellt werden sollen, dass Amanda und Paul Kirby sich wieder annähern und quasi wieder zusammenkommen sollen. Man hatte wirklich die Idee gehabt, dass dieses Pärchen so im Mittelpunkt des Films steht, habe ich irgendwie das Gefühl. Und ich bin froh, dass das eben nicht passiert ist, weil deswegen gucke ich doch keinen Jurassic Park Film. Eine weitere Szene, die wir eben so schon besprochen haben, würde eine Antwort darauf geben, was denn mit dem Boot zu Beginn von Jurassic Park 3 passiert ist. Wir erinnern uns daran, dass ja da eine Gruppe von Bootsfahrern an der Isla Sorna entlang fährt und Ben Hildebrand und Eric dann mit dem komischen Gleitschirm da oben rumdümpeln. Und dann fährt das Boot in so eine Nebelwand rein und die kommen wieder raus und dann sind aber keine Menschen mehr auf dem Boot, sondern noch Zerstörung und überall Blut. Man fragt sich, was ist da passiert? Die Antwort habe ich euch schon mal gegeben und hiermit ist die auch offiziell nochmal bestätigt. Laut offiziellem Skript war das eben so gewesen, dass am Ende des Films heraus hätte kommen sollen, dass aggressive Pteranodon dieses Boot hätten angegriffen. Alan Grant hätte dann am Ende am Strand dieses Boot eben nochmal gesehen und auf diesem Boot wäre Vogelkot gewesen. Kurz danach wäre eben dann auch, wie im fertigen Film, die Navy an den Strand gekommen. Grant hätte aber noch geschrien, Laub, die sind in den Bäumen, da hätten die Pteranodon noch aus den Bäumen herausschießen sollen und hätten die Navy angegriffen. Dann hätten wir am Ende dann noch so eine kleine Schießerei bekommen mit Menschen gegen Pteranodon und das wurde eben alles entfernt. Wahrscheinlich auch aus irgendwie, das wäre ein bisschen zu viel nochmal gewesen zum Schluss und es käme einfach auch so aus dem Nichts. Außerdem hätten wir nochmal Ellie sehen sollen zum Ende hin von Jurassic Park 3 und quasi Alan, wo er nochmal vor ihrer Haustür auftaucht, ihr nochmal dafür dankt, dass sie ihn ja quasi gerettet hat durch das Rufen der Navy und das hätte man irgendwie noch sehen sollen. Ach so, übrigens ist der Grund, warum die Pteranodon die Navy angegriffen hätten in diesem Szenario, ist der gewesen, dass die Navy auch mit Helikoptern angekommen war und die hätten eben gedacht, das sind andere Raubtiere und hätten deswegen angegriffen. Was irgendwie auch so ein bisschen plausibler wäre. Ich meine, man gibt den Tieren hier in diesem offiziellen Skript wirklich so ein bisschen mehr dieses Tiersein, dieses mehr, ich verteidige eben meine Kinder vor irgendetwas und das lässt die weniger wie Monster erscheinen. Aber die Szene haben wir so oder so nicht bekommen, von daher, ja, alles cool. In einer anderen Variante hätten wir sehen sollen, wie der Spinosaurus noch einmal gegen eine Gruppe, wie hätte es anders sein sollen, Velociraptoren kämpft. Im Originalskript wäre es Alan Grant gewesen, der dann von dem untergehenden Schiff, wo der Spinosaurus eben angreift, weggeschwommen wäre und hätte aber nicht wie später im Film eine Leuchtfeuerpistole gezogen, sondern eben die Resonanzkammer des Velociraptors. Daraufhin hätte er mit der Resonanzkammer angefangen, Töne der Raptoren nachzumachen und eben um Hilfe zu rufen. Und das Foreshadowing für die Szene haben wir sogar im Originalfilm bekommen. Wir sehen ja dann später auch, oder wir sehen ja vor der Szene auch, wie die Velociraptoren die Gruppe angreifen und dann ein Raptor aus dem Gebäude rausrennt und dann um Hilfe ruft. Alan Grant dreht sich dann zu ihm um und sagt, oh mein Gott, er ruft um Hilfe. Die Szene hätte einfach nur zeigen sollen, dass Alan Grant jetzt verstanden hat, wie sich die Laute der Raptoren anhören, wenn die eben um Hilfe rufen. Und diese Laute hätte er eben später nachgeahmt, um dann eine Gruppe von Velociraptoren auf den Spinosaurus zu hetzen. Der Kampf wäre ziemlich fies gewesen, auch dazu habe ich dir mal mein Video unten in der Beschreibung verlinkt. Da haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen. Da sind sich ja die meisten von euch einig, dass ihr das gerne gesehen hättet.
Ich muss sagen, das wäre auch wieder, es wäre wieder dasselbe gewesen wie auch davor. Wir haben jetzt schon mal einen Kampf bekommen mit T-Rex gegen Velociraptoren. Jetzt muss man das Ganze nicht wieder und wieder und wieder recyceln, wie es dann auch Jurassic World natürlich gemacht hat. Kommen wir zum Abschluss nochmal zu Dinosauriern, die wir im Film nicht gesehen haben, die aber ursprünglich geplant waren. Zum einen hätten wir da den Baryonyx, da haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen, der wurde eben einfach ersetzt durch den Spinosaurus. Wir hätten, ähnlich wie auch in The Lost World, hier einen Carnotaurus sehen sollen, auch der wurde rausgeschnitten und hier ist nicht beschrieben, an welcher Stelle er hätte auftauchen sollen. Ich kann mir vorstellen, dass man ihn vielleicht hätte verwurstet an der Stelle, an der im fertigen Film der Ceratosaurus auftaucht und quasi an der vollgeschissenen Gruppe riecht. Und den Mosasaurus haben wir bereits besprochen, beziehungsweise das Konzept des Tieres. Der hätte ursprünglich auch eben einen kleinen Auftritt haben sollen, zusammen mit zwei Wissenschaftlern, und der wurde eben auch rausgeschnitten. Könnte auch mit ein Grund sein, warum er wieder in Jurassic World auftaucht, ich weiß es nicht. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass Jurassic World sich sehr, sehr viele recycelte Ideen der Originalfilme nimmt und die einfach nur zusammenpackt und zusammenmischt und zusammenwurstet und dann sagt, ihr habt den fertigen Film. Und noch den Uranosaurus hätten wir sehen sollen. Ich gebe euch vollkommen recht, wenn ihr jetzt sagt, ja, The Lost World war ein bisschen aufregender bei den Deleted Scenes. Fand ich aber auch. Also ich muss auch wirklich sagen, Jurassic Park 3 hat eine sehr interessante Geschichte. Und wahrscheinlich die interessanteste Geschichte von allen Jurassic-Filmen, was die Produktion angeht. Da wurde ja eben sehr viel wieder verworfen und sehr viel wieder neu erstellt, und wie gesagt, ich habe euch mal die Playlist von Jurassic Park 3 einmal da oben verlinkt gehabt und eben nochmal unten in die Beschreibung reingesetzt. Schaut da einfach mal rein, da sind noch weitere Szenen mit dabei, die aber dann im ersten Drehbuch hätten auftauchen sollen und dann hätten irgendwie auch noch in der ersten Idee zum ersten Drehbuch auftauchen sollen, und da gab es so viele verschiedene Varianten einer Idee, deswegen habe ich mir gedacht, nein, in diesem Video besprechen wir einfach mal alle herausgeschnittenen Szenen, die wirklich zu Beginn des Drehs dann rausgeschnitten wurden. Im nächsten Video quatschen wir dann logischerweise über alle Deleted Scenes aus Jurassic World. Da freue ich mich sogar drauf als Jurassic World Muffel, weil da sind schon ein paar coole Szenen mit dabei. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal.